Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In unserer heutigen Sage begeben wir uns nach Südhessen ins 10. Jahrhundert. Es geht um Riesen und um das mythische Geschlecht der Epsteins. Wie immer gibt es danach eine kleine Einordnung der Sage und jetzt erstmal viel Spaß. Epstein. Heilspendende Brunnen sprudeln in den anmutigen Tälern des Taunus. Alte Burgen blicken von seinen bewaldeten Höhen, die wie eine Kette das schöne, fruchtbare Land umschließen, das sich auf dem rechten Ufer des Mains dahinzieht. Wo jetzt, von Tal und Hügel eingeschlossen, in der sogenannten Nassauischen Schweiz das Dorf Epstein mit seinem hohen Turm und den starken Mauern liegt, da wohnte einst ein ungeschlachter Riese. Mit all seiner Körperstärke trotzend wollte er keinem gestatten, sich im Tal anzusiedeln. Mehr aber noch als jede niedere Hütte waren ihm die Burgen zuwider. Wäre es nach ihm gegangen, würde sich kein einziger Mauerring auf den Höhen des Taunus erheben. Da geschah es einmal, dass er das Land verlassen musste, um einigen Riesen im Elsass zu helfen. Die Mühe hatten sich der schwachen, aber durch ihre Zahl und Gewandtheit überlegenen Menschenkinder zu erwehren. Kaum war der strenge Hüter von Aue und Wald fort, so steckten in der Umgebung alle die Köpfe aus den Fenstern und lugten nach rechts und lugten nach links. Als die Menschen sich überzeugt hatten, dass das Ungetüm wirklich verschwunden war, bekamen sie Mut. Und nachdem sie tief Atem geschöpft hatten, beschlossen sie, sich den Umstand zunutze zu machen und das Land ohne langes Zögern untereinander zu teilen. Und wie sie so dabei waren und nachdem es schon so manche Zänkerei gegeben hatte, weil keiner die Ansprüche des anderen gelten lassen wollte, da traf es sich, dass ein junger Rittersmann in das Tal kam. Diesen wählte die uneinige Gemeinde zum Schiedsrichter. Er verwaltete sein Amt trotz seines nur unscheinbaren Bartes so gut, dass nach 2 Tagen alle Zwistigkeiten beigelegt waren. Zu seiner eigenen Verwunderung befand er sich nun auch selbst im Besitz des mit frischem Grün bedeckten Hügels, der sich sanft ansteigend aus der Niederung erhob. Eppo, so hieß der Jüngling, begriff sehr wohl seine Stellung und seine Pflichten. Sein Säckel war ziemlich leer, aber durch Überredungskunst wusste er zu ersetzen, was ihm da fehlte. Die Landleute sahen bald, dass sie wohl daran taten, dem Ankömmling beim Bau seiner Burg zu helfen. Und wie schön sie sich mit ihren Zinnen zwischen den dichten Waldungen ausnahmen. Und welchen Schutz sie bieten würden, wenn die Riesen mal wieder im Lande einfielen, um ihre verlassenen Besitzungen zu besuchen. Die Wahrheit jedoch war, dass der Ritter genau daran doch recht wenig dachte. Es machte ihm nur recht Spaß, das rege Treiben und die freudige Bewegung unter dem Völklein zu sehen. Der Burgbau hätte kaum geschwinder vonstatten gehen können, wenn Herr Eppo ein mächtiger Fürst mit tausenden Fronleuten gewesen wäre. Die Mauern schienen geradezu aus dem Boden herauszuwachsen. Schon war das untere Geschoss fertig, da beschloss Eppo, die wenigen Stunden einer Sommernacht darauf zu verbringen. Zwar gab es dort noch kein Gemach, aber was tat's? Der Gedanke, dass er auf seinem Eigentum ruhte, ließ ihn selbst den harten Boden weich finden. So lag er in der Dämmerung noch im tiefsten Schlaf, als er plötzlich durch ein Getöse geweckt wurde, das sich über seinem Kopf und von allen Seiten vernehmen ließ. Erschrocken erhob er sich und traute seinen Sinnen nicht. Balken und Posten schienen niederzufallen, die Erde erbebte unter den schweren Stößen und dabei ließ sich ein Gebrüll vernehmen, das dem eines Jochs wütender Stiere glich. Dem Ritter fehlte es an Mut nicht, aber er hielt es doch für besser, sich fürs Erste in Sicherheit zu bringen, da er jeden Augenblick fürchten musste, das Gewölbe werde über ihm zusammenfallen. Und er hatte keine Zeit zu verlieren. Kaum war er durch eine Fensteröffnung ins Freie gesprungen, so stürzte ein Teil des Baues mit donnerähnlichem Krachen zusammen. Und in den Trümmern stand er, der aus der Fremde heimgekehrte Riese. Wieder schwang er seine Keule und spottete des erschrockenen Volkes, das sich ängstlich in der Ferne hielt und dem Werk der Zerstörung zusah, ohne helfen zu können. Es dauerte keinen Tag und statt des schönen Baus war nur ein wüster Steinhaufen auf dem Hügel übrig. Dort schlug der Riese sein Lager auf und belästigte und ängstigte die Umgegend auf alle mögliche Weise. Wie sehnten sich da die Bewohner nach den vergangenen Tagen? Eppo verließ das Tal, aber nicht ohne das Versprechen zu geben, er werde bald zurückkehren. Die Landleute schenkten ihm aber wenig Glauben.
Als mehrere Wochen vergangen waren, ohne dass sie die geringste Kunde vernahmen, begannen sie sich in ihr Schicksal zu fügen. Den Gast vergaßen sie allmählich. Doch siehe da, eines Morgens erschien er wieder zwischen den Hütten, wo er mit Jubel empfangen wurde. Mit ihm kamen ein halbes Dutzend Gesellen, die schwere Säcke auf Maultieren mitschleppten. Was in diesen enthalten war, wollte der Ritter erstmal nicht sagen. Seinen Freunden empfahl er auch tiefste Verschwiegenheit. Zugleich erkundigte er sich, wann und auf wie lange der Riese sein Mittagsschläfchen zu halten pflegte. Nachdem er vernommen hatte, dass gerade jetzt die Zeit sei und dass es bei der heißen Jahreszeit auch nicht allzu kurz dauern würde, da begab er sich mit seinen Gefährten in größter Stille nach der zerstörten Burg. Eppo wusste nicht, ob er sich über seine Rückkehr freuen oder über die Zerstörung weinen sollte, als er die Stätte wieder sah. Schon von Weitem vernahm er das laute Schnarchen des Riesen. Nur mit Mühe gelang es ihm, seine Begleiter bei dieser Musik, die den langgezogenen Tönen eines riesigen Dudelsacks glich, vor dem Ausreißen zu bewahren. Der Schläfer lag in einer Vertiefung, die sich zwischen den Mauerresten gebildet hatte. Einige Ellen groben Segeltuchs bedeckten sein Gesicht als Schutz vor der Sonne. Eppo gab seinen Gefährten ein Zeichen. Im Nu wurden die Säcke geöffnet, eine Menge Eisenringe herausgenommen und in größter Geschwindigkeit zusammengefügt. Alles ging glücklich vonstatten. Als der Riese zusammenzuckend die Augen aufschlug, lag auch schon das schwere Netz auf ihm und war auf allen Seiten wohl befestigt. Eppo stand auf der Mauer und lachte noch heftiger über den Gefangenen, als dieser einst über ihn, den Fliehenden, lachen hatte können. Das Hüfthorn des Ritters rief bald die umwohnenden Landleute herbei. Mit Verwunderung und Freude sahen sie ihren alten Feind, der ohnmächtig unter den ihn eng umschließenden eisernen Bändern tobte und einen Strom der schlimmsten Verwünschungen gegen jeden ausstieß, der da stand. Aber niemand kümmerte sich drum, und nachdem die nötigen Vorsichtsmaßregeln getroffen waren, gingen die meisten nach Hause. Am anderen Morgen schon brachten die Wächter die Nachricht, der Gefangene habe sich im Grimm den Schädel an der Steinwand zerstoßen. Der Bau des Schlosses wurde nun wieder begonnen, und bald stand es da, fest und stattlich wie irgendeins. Von seinem ersten Besitzer erhielt es den Namen Eppstein. Den Namen Eppstein erhielt es nun von seinem ersten Besitzer. Und um den kommenden Geschlechtern zu zeigen, wie es bei seiner Entstehung zugegangen war, wurden des Riesen Gebeine über dem Tor angeschmiedet. Dort dienten sie noch lange als Wahrzeichen. Die Hoffnungen des Landvolks gingen jedoch langfristig nicht in Erfüllung. Zwar schweigt die Geschichte darüber, ob Eppo ein dankbarer und gütiger Herr und Beschützer war, aber die Jahrbücher erzählen, dass die Herren von Eppstein reich und mächtig wurden, denn sie eigneten sich viel fremdes Land an und forderten von ihren Bauern immer neue Abgaben. Die Burg ist jetzt verödet, doch finden sich in der Kirche des Dörfchens noch heute die Grabsteine der alten Besitzer. Da diese Sage sich auf die Gründung der Burg Eppstein bezieht, lässt sie sich wohl so ins 10. Jahrhundert verorten. Also das machen wir uns jetzt mal klar. Wir hören hier eine Geschichte, die sich bereits Leute vor 1000 Jahren so oder so ähnlich erzählt haben, ohne dass es sich um eine religiöse Geschichte handelt oder um ein großes Epos. Es ist einfach eine Geschichte, die man sich eben erzählt hat, um ein bestimmtes Ereignis nicht zu vergessen, die Erbauung der Burg Eppstein in Südhessen. Ich finde es nach wie vor einfach krass. Diese Burg wurde wohl wahrscheinlich zur Grenzsicherung erbaut, was das kriegerische Element in der ganzen Sage erklärt. Die heute erhaltene Substanz der Burg, die man immer noch besichtigen kann, stammt allerdings aus dem 14. bis 15. Jahrhundert. Bei den Eppsteins handelt es sich nicht um einfach irgendein altes Adelsgeschlecht aus dem Taunus, sondern um eine der mächtigsten Adelsfamilien des Hochmittelalters, wie das ja auch schon gegen Ende der Sage angedeutet wird. Im 13. Jahrhundert zum Beispiel stammten allein 4 Mainzer Erzbischöfe aus dieser Familie, und ihre Ländereien, die sie durch geschickte Heiratspolitik erweiterten, hätten schon einem kleinen Fürstentum alle Ehre gemacht. Riesen spielen für die Familie Eppstein von jeher eine große Rolle. Bereits der Stammvater der Eppsteins soll seine Frau vor einem Riesen errettet und diesen getötet haben. Tatsächlich war bis ins 19. Jahrhundert noch der Riesenknochen, von dem gesprochen wird, an der Burg Eppstein ausgestellt. Allerdings war das kein echter Riese.
Es handelte sich um eine Walrippe aus dem 7. oder 8. Jahrhundert. Wieder kein Beweis für echte Riesen. Eher steht dieser Riese, wie wohl die Riesen in vielen Volkssagen aus dieser Zeit, für ein überkommenes, veraltetes Brauchtum. Und der Sieg über den Riesen steht sinnbildlich für den vollzogenen Umbruch von gesellschaftlichen Strukturen. Wenn du mehr über die Rolle von Riesen in verschiedenen Mythologien wissen willst, dann empfehle ich dir den verlinkten Artikel in der Beschreibung. Ich hoffe, die Geschichte hat dir heute wieder gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.